Hallo zusammen! Ich möchte euch heute mal wieder eine Tragehilfe vorstellen. Und zwar ist das diesmal diese hier, eine E-My-Baby. Und bevor ich jetzt mit dem Video so richtig anfange, habe ich eine Überraschung für euch. Und zwar hat mir E-My-Baby eine Tragehilfe zur Verfügung gestellt, die ich heute an euch verlosen darf. Deshalb solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn am Ende dieses Videos werdet ihr noch weitere Informationen zu diesem Gewinnspiel bekommen. Also viel Spaß! Das Besondere an der E-My Baby ist, dass sie extrem lange benutzt werden kann. Es gibt sie zwar trotzdem in zwei Größen, also Baby-Size und Toddler-Size, aber allein die Baby-Size kann ab Geburt bis zu 3 Jahren circa benutzt werden, weil sie da extrem anpassungsfähig ist. Die Toddler-Size, das ist die, die ich hier habe, kann man dagegen erst ab dem ersten Lebensjahr ungefähr, Größe 80, 86 benutzen und dafür bis zu 4 Jahren. Also eine Toddler-Size lohnt sich eigentlich nur, wenn man nach dem ersten Geburtstag sich eine E-My-Baby kauft oder wenn man auch Kleinkinder noch sehr lange tragen möchte. Baby-Size und Toddler-Size unterscheiden sich eigentlich allein durch die Größe. Also bei der Toddler-Size ist das Rückenteil etwas länger und der Steg kann noch etwas weiter verbreitert werden. Das Modell, das ich jetzt hier habe, ist wirklich komplett aus Tragetuchstoff. Also damit meine ich, dass hier auch die Träger zum Beispiel und der Teil hier oben aus Tragetuchstoff sind. Es gibt auch Modelle, da sind die Träger aus schwarzem Baumwollstoff und nur dieser Teil hier unten, in dem das Kind auch sitzt, ist aus Tragetuchstoff und diese Varianten sind dann ein bisschen günstiger. Es gibt natürlich auch eine Kapuze, die kann mit Druckknöpfen hier oben an den Schulterträgern befestigt werden. Es gibt auch hier die Möglichkeit, im Nacken die Breite etwas einzustellen. Also es sind hier Kordeln eingenäht, dann könnt ihr den Nackenbereich ein bisschen verengern und so noch mehr Halt im Nackenbereich schaffen. Die Träger der E-My Baby sind wirklich sehr, sehr gut gepolstert. Also ich habe auch mit meinem Kleinkind, die jetzt mittlerweile bestimmt über 11 Kilo wiegt, keine Probleme im Schulterbereich. Ihr könnt vielleicht auch sehen, dass die Träger so ein bisschen rund geformt sind. Damit passen sie sich sehr schön dem Rücken an. Also ich muss sagen, diese Träger sind wirklich sehr angenehm für meinen Rücken. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ich zeige das mal gerade. Ihr könnt damit natürlich auch auf dem Rücken tragen. Und dann gibt es hier diesen Clip, den man dann auch festziehen kann. Das gleiche natürlich, wenn ihr das Kind vorne tragt. Das zeige ich euch gleich, wie ihr die Schnalle dann hinten zubekommt. Es gibt die Möglichkeit, die Schultergurte an zwei Stellen festzuziehen. Und zwar hier ganz typisch natürlich nach unten. Und dann auch, ich zeige euch das am besten so, dann könnt ihr es am besten sehen. Hier oben gibt es diese sogenannten Stillschnallen oder ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Und zwar könnt ihr hier auch sehen, dass die Polsterung nicht ganz bis zum Ende geht. Der Grund dafür ist, dass ihr in der Regel habt ihr diese Schnallen hier relativ weit geschlossen, weil es ja eigentlich euer Ziel ist, das Kind möglichst hochzutragen und ja, dass ihr es nah bei euch haltet. Ihr habt aber die Möglichkeit, wenn ihr das Kind vorne in der Trage habt, wenn ihr stillen wollt, zum Beispiel diese Schnallen hier zu öffnen, dann rutscht das Kind nach unten und ihr könnt in der Trage auch bequem stillen. Für den alltäglichen Gebrauch empfehle ich euch erstmal, diese Schnallen geschlossen zu lassen. Und dann, wenn es für euch nicht so bequem ist, wenn ihr die Position der Polster etwas verändern wollt, könnt ihr da natürlich gerne mit rumexperimentieren. Aber wie gesagt, versucht es einfach mal erstmal mit geschlossenen Schnallen und schaut von da dann weiter. So, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, und zwar der Einstellung des Steges. Die E-My Baby funktioniert nämlich ganz anders als die meisten anderen Tragehilfen. Normalerweise wird der Steg ja mit Hilfe von Klettverschluss oder Kordel fester gezogen. Und die E-My Baby hat hier wirklich ein sehr ausgetüfteltes System. Und zwar funktioniert das Ganze mit zwei Ringen an jeder Seite. Und hier vorne seht ihr schon, ist ein ganzes Stück extra Stoff. Und zwar lässt sich die Stegbreite einstellen, je nachdem,
wie viel Stoff ihr hier auf dieses Rückenteil gebt und wie viel ihr hier vorne festzieht. Das klingt jetzt kompliziert, aber ich glaube, dass es am einfachsten zu verstehen ist, wenn ich euch das einfach mal an meiner Tochter zeige, wie ich das jetzt bei ihr einstellen würde. Wenn ihr die Trage kauft, dann ist das Ganze ganz weit eingestellt. Ich habe es jetzt hier natürlich schon ein bisschen festgezogen für meine Tochter, aber um euch zu demonstrieren, wie ihr das festziehen würdet, lockere ich jetzt hier den Stoff, ziehe das hier ein bisschen durch, sodass ich mehr Stoff im Rückenteil habe und das Ganze hier weiter wird. Das mache ich auf beiden Seiten. Ähnlich wie bei den Ringslings. Wenn ihr mein Ringsling-Video noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier in die Infokarte. Ist es wichtig, dass der Stoff hier zwischen diesen beiden Ringen, dass der nicht so wulstig ist und übereinander liegt, sondern dass das Ganze sortiert nebeneinander liegt, weil nur dann könnt ihr das auch richtig festziehen. Ich habe das jetzt versucht, hier so einigermaßen hinzukriegen. Wir können das gleich mal ausprobieren, ob das ausreicht so. Aber ansonsten könnt ihr mit einem Finger hier zwischengehen. Genau so. Und das Ganze über den Daumen hier sortieren und gerade legen. Und dann festziehen, sodass das Ganze sortiert in diesen Ringen ist. So, jetzt ist die Trage sehr weit eingestellt und ich lege sie jetzt einfach mal an. Die Schultergurte lockere ich immer ein bisschen, bevor ich sie anziehe, damit ich später diese Schnalle zwischen den Schultern gut zubekomme. Dann nehme ich diesen Hüftgurt, das Plastikschild ist in, und ich lege es mir hier so auf die Hüfte. Bei kleineren Babys, bei Neugeborenen, da reicht es fast, wenn ihr das sogar ganz in die Taille, also da müsst ihr es fast so hoch machen wie möglich, aber weil meine Tochter schon größer ist, liegt das hier weiter unten. Ich habe hier eine Zwei-Wege-Schnalle und kann dann nämlich abwechselnd nach rechts und links ziehe, das Ganze festziehen. Achtet auch darauf, dass es schön fest ist, dass es nichts nachher, dass nichts verrutschen kann. So, ich hoffe, ihr könnt richtig sehen. Wenn ihr die Trage angelegt habt, dann seht ihr, dass hier so ein kleiner Lappen drin ist. Da wird später euer Kind drin sitzen und einen schönen Beutel formen, sodass euer Kind in der richtigen Anhock-Spreizhaltung sitzen kann. Bevor ihr euer Kind in die Trage setzt, nehmt ihr dieses Stück Stoff und stopft es zwischen euch und den Hüftgurt. So, jetzt habe ich alles vorbereitet, was ich vorbereiten muss, bevor ich mein Kind in die Trage setze. Und das zeige ich euch jetzt. So, und jetzt kommt mein Baby. Das ist gar nicht mehr so klein. Sie ist jetzt 17 Monate alt und trägt Größe 86, aber sie passt schon sehr gut hier in diese Toddler-Size rein. Ich setze sie also, ist eine Sonnenbrille. Ich setze sie jetzt also etwas hier über den Hüftgurt. Sie hat jetzt schon einen sehr schönen breiten Sitz. Sie ist es schon gewohnt, getragen zu werden und sie nimmt eigentlich immer schon automatisch diese Position ein. Dann bringe ich dieses Rückenteil hoch. Schlüpfe in die Träger rein. Die sind jetzt natürlich noch ganz weit eingestellt. Das ist auch gut so, damit wir diesen Clip zwischen den Schultern zusammenkriegen. Ihr müsst euer Kind natürlich immer sichern, dass das Kind nicht wegrutschen kann. Ich habe jetzt hier ganzes Gewicht in den Trägern. Da kann jetzt auch eigentlich nichts passieren. Ich greife jetzt hier nach hinten und schließe diesen Clip zwischen den Schultern. Das würde ich nicht hinkriegen, wenn das Ganze schon ganz eng wäre. Ich greife jetzt hier nach hinten und ziehe nach unten den ersten Träger fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Kannst du deinen Arm rausnehmen? Für mich ist das eigentlich passend, dass ich das Ganze bis auf Anschlag festziehe, aber ich bin natürlich auch sehr schmal. Aber es ist tatsächlich so, dass bei Full-Buckle-Tragehilfen die Leute tendenziell das Ganze zu locker machen als zu eng. Also zu eng geht eigentlich kaum. Wenn ihr denkt, dass es fest ist, zieht nochmal ein bisschen nach, dass euer Kind schön nah bei euch ist und dann ist das Ganze für euren Rücken auch angenehmer, dass das Kind auch schön hoch ist, so wie ihr das jetzt hier sehen könnt.
Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr euer Kind auf dem Rücken tragt, was ich euch in einem kleinen Moment auch zeigen werde. So, bevor wir jetzt hier den Steg enger stellen, mit Hilfe der Winge, greife ich jetzt hier zwischen mich und mein Kind und ziehe dieses Stück Stoff, was ihr eben zwischen Hüftgurt und Bauch gestopft habt, ziehe ich hoch. Dabei lehne ich mich ein kleines bisschen nach vorne und ziehe das zwischen uns beiden hoch, sodass sich ein richtig schöner Beutel formt, durch den sie eine perfekte Anhock-Spreizhaltung einnehmen kann. Für eine gute Anhock-Spreizhaltung sollte der Steg immer von Kniekehle zu Kniekehle gehen. Und der Po sollte ein bisschen niedriger sein als die Knie. Das könnt ihr jetzt hier schon sehen. Aber es ist noch nicht optimal eingestellt, weil wir natürlich hier die Breite noch nicht mit Hilfe der Winge festgestellt haben. Und zwar ist es so, ihr könnt jetzt sehen hier, ihr habt ja eine obere Kante und eine untere Kante. Wenn ihr an der oberen Kante zieht, auch immer in die Richtung, aus der der Stoff kommt, wenn ihr an der oberen Kante zieht, dann könnt ihr hier sehen, wird das Ganze hier oben fester gezogen. Um hier unten das Ganze fester zu ziehen, müsst ihr an der unteren Kante ziehen. Und um dem Ganzen hier am Po noch mehr Halt zu geben, könnt ihr auch hier in die Mitte greifen und da etwas fester ziehen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Einmal hier oben. Hoppala. Einmal hier unten. Und in der Mitte. Sodass das Ganze hier schön glatt ist. Nichts zu weit oder zu schlapprig ist, sondern dass sie hier schön einen schönen festen Halt durch diesen Tragetuchstoff hier hat. Besonders bei Neugeborenen ist das wichtig. Die haben ja noch keine fertig ausgebildete Muskulatur im Rücken. Also sie können ja nicht nur alleine sitzen, sondern auch alleine stehen und gehen. Daher ist das nicht mehr ganz so wichtig. Aber besonders bei Neugeborenen achtet darauf, dass sie schön auch hier von den Seiten Halt haben. Zieht es gut fest, sodass euer Kind immer schön gut gestützt ist. Dadurch, dass sie schon so alt ist und dadurch, dass sie schon alleine sitzt und steht, muss ihr Rücken auch nicht mehr ganz so rund sein. Aber bei Neugeborenen ist die Rückenmuskulatur noch nicht so ausgebildet und daher machen die am Anfang immer einen sehr runden Rücken. Und das ist auch beim Tragen eine gesunde Haltung, die eigentlich schon automatisch dadurch eingenommen wird, dass ihr eine schöne Anhock-Spreizhaltung hier habt. Auch das begünstigt, dass der Rücken gerundet werden kann. Aber achtet auch bei Neugeborenen darauf, dass sie hier auf diesem mittleren Teil nicht zu viel Zug gibt, sondern hier eher oben und an der Seite. Und dass das Kind die Möglichkeit hat, den Rücken schön rund zu machen. So, jetzt hängt hier natürlich dieser ganze Reststoff, den ich nicht benötige. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, den wegzustecken. Und zwar ist hier einmal unten unter der Kopfstütze ein Clip. Da kann ich das Ganze nach oben hin festklemmen. Dann würde das Ganze so aussehen. Oder hier unten, da habe ich auch einen Clip. Ihr könnt das Ganze auch hier unterm Po wegklemmen. Ich gebe zu, das war für mich auch anfangs irgendwie ein Punkt. Das fand ich nicht so schön, dieser ganze extra Stoff. Also wenn man das Ganze irgendwie schön zur Seite macht, dann sieht das auch eigentlich nicht so schlimm aus. Aber es ist halt irgendwie besonders wenn man jetzt bei einem Neugeborenen noch ganz viel Stoff wirklich da hängen hat, dann muss man irgendwie erstmal zusehen, wie man das weggesteckt kriegt. Also es ist halt optisch so ein kleines Manko. Aber dafür würde ich sagen, dass man hier bei dieser Tragehilfe die Anhock-Spreizhaltung am besten erreichen kann. Und ein Vorteil ist natürlich auch, dass dadurch, dass wir hier so viel Stoff haben, ist, dass ihr diese Tragehilfe wirklich sehr lange benutzen könnt. Also ich habe ja gesagt, allein die Baby-Size von der Neugeborenengröße bis zu 3 Jahren, das können die meisten anderen Tragehilfen nicht. Und ja, der Preis dafür ist eben, dass ihr hier diesen extra Stoff habt, den ich aber jetzt hier oben wegstecke. Genau, so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich zeige euch eben noch die Kopfstütze. Wenn ihr zum Beispiel einen Wind- oder Sonnenschutz braucht, könnt ihr die Kopfstütze hier so komplett über den Kopf des Kindes machen und dann hier, ja, das magst du nicht, ne? Hier an der Seite befestigen mit dem Knopf.
der hier. So. Aber sie mag das jetzt zum Beispiel nicht. Und ist auch eigentlich in der Regel nicht nötig. Was ich mache, ist, die Kopfstütze hier so ein bisschen einzurollen, sodass sie hier durch den hier im Nacken ein bisschen mehr Unterstützung hat. Also insbesondere, wenn sie schläft und den Kopf natürlich nicht mehr selber halten kann. Oder das kann man auch natürlich bei Neugeborenen machen oder sollte man machen, dass ihr das hier einrollt und dann könnt ihr das Ganze hier festklemmen. Und es ist das Gesicht schön frei. Es ist natürlich wichtig, dass ihr immer darauf achtet, dass die Atemwege des Kindes frei sind. Und so könnt ihr das wunderbar sehen und gewährleisten, wenn ihr die Kopfstütze so befestigt. Du bist müde. Hm? So, ich zeige euch jetzt eben noch, wie ihr euer Kind auch sicher auf den Rücken bekommt. Ich mache das immer so, dass ich sie erst vorne in die Tragehilfe setze und dann von da aus nach hinten schiebe. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass ihr euer Kind direkt auf den Rücken bekommt, aber so finde ich, das Ganze ist am sichersten und ich fühle mich gut damit und deshalb mache ich das immer so. Als erstes müsst ihr die Schulterträger ein bisschen lockern, damit ihr da gut rausrutschen könnt. Das mache ich, indem ich hier unter diese Schieber greife. So, das Ganze ist jetzt schon locker. Eventuell müsst ihr auch den Hüftgurt ein bisschen lockern. Vorsichtig, dass ihr ihn nicht öffnet. Stützt euer Kind auch immer gut. So, und jetzt, wo das Ganze alles ein bisschen locker ist, könnt ihr euer Kind einfach weiterschieben. Und ihr merkt schon, das rutscht hier schon wieder runter. Ich mache es jetzt so, dass ich den Arm hier raushole und ihr seht, sie wird trotzdem noch gehalten durch diesen Clip zwischen den Schultern. Also ich bin durch diesen Träger unten rausgegangen und durch den hier gehe ich jetzt oben raus. So, und jetzt kann ich sie einfach hier rüber schieben. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr hier nicht erwürgt werdet. So, und jetzt greife ich meinen Arm um. Halte sie mit der anderen Hand noch schön fest. Greife um. So, bis sie komplett auf dem Rücken sitzt. Dann hole ich mir hier wieder diesen Träger. Und schlüpfe auch mit dem Träger hier durch. So. Und jetzt sitzt sie schon auf meinem Rücken. Dann muss ich die Gurte hier natürlich wieder festziehen. So. Den Hüftgurt auch schön festziehen. Schaut, dass ihr den schön hoch habt, weil es immer angenehmer ist, wenn ihr euer Kind schön weit oben tragt. Genau, bei mir ist jetzt hier auf Anschlag schon. Also ich könnte sie jetzt höher gar nicht bekommen, weil hier kein Spielraum mehr ist. Ich könnte jetzt höchstens hier oben das noch ein bisschen fester ziehen. Da komme ich jetzt allerdings nicht so gut dran. Da bräuchte ich, glaube ich, fast eine Hilfe. Noch eine weitere. Hoppala! Bräuchte ich jetzt noch eine weitere Person, weil das nicht so festgezogen wird, sondern so nach unten. Und das geht, glaube ich, nicht so gut. Doch, hier komme ich dran. Ja, aber ja, am besten wäre es, wenn ihr da jemanden habt oder wenn ihr das vorher schon für euch einstellt. Das hier vorne kann ich noch enger stellen, bis es mir passt. So. Jetzt sitzt sie hier schon schön. Kontrolliert nochmal, ob der Stoff wirklich noch von Kniekehle zu Kniekehle geht, weil das verrutscht auch gerne mal, wenn ihr euer Kind nach hinten schiebt. Bei mir ist es meistens immer irgendwie ein bisschen schief. Ist hier das auch jetzt schon? Genau. Aber jetzt habe ich sie auf den Rücken. Ich muss sagen, ich bin normalerweise wirklich keine Rückenträgerin und ich trage auch jetzt noch meistens vorne, obwohl sie so groß ist. Das finde ich einfach angenehmer. Ich habe nämlich sehr schwache Bauchmuskeln und deshalb ist mir das grundsätzlich angenehmer, mein Kind vorne zu tragen. Aber mit dieser Tragehilfe geht es, weil ich hier irgendwie durch diesen Hüftgurt, der wirklich sehr angenehm geformt ist, also wirklich ja, sich dem Körper gut anpasst, dadurch habe ich irgendwie genug Halt, dass ich auf dem Rücken auch tragen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr subjektives Feedback, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal sagen. So sieht das Ganze also fertig aus. Die Rückentrage mit der E-My Baby. Um sie da jetzt wieder rauszubekommen, würde ich sie wieder nach vorne nehmen. Das ist eigentlich am einfachsten für mich. Und sie so rausholen. Ihr könntet jetzt theoretisch auch das Ganze öffnen.
entweder dann eine zweite Person das Kind rausheben lassen oder das Ganze runterklappen und euer Kind irgendwie ohne die Trage wieder nach vorne schieben. Aber ich bin eine sehr ängstliche Mutter und ich mache das Ganze lieber auf die sichere Art und Weise, und zwar genauso, wie ich sie nach hinten bekommen habe. Ich lockere also die Schulterträger wieder, so wie den Hüftgurt. Keine Angst. Ich gehe wieder hier mit diesem Arm nach unten raus. Jo. Ich gehe also mit diesem Arm wieder nach unten raus. Fang an, sie mir hier so rüber zu hüpfen. Mit diesem Arm. Oh. Mit diesem Arm gehe ich nach oben raus. Alles gut, Mäuse. Greif über mein Kind und kann sie jetzt hier so nach vorne schieben. Ich könnte jetzt hier in den Träger wieder reingehen und sie wieder vorne in die Trage nehmen. Aber da ich sie rausnehmen möchte, öffne ich jetzt den Clip zwischen den Schultern, bringe das Ganze nach unten und habe mein Kind sicher rausgeholt. So, da ihr jetzt alles über diese tolle Tragehilfe wisst, komme ich endlich auch zur Verlosung. Und zwar gibt es für euch zu gewinnen diese Emai Baby in Baby Size. Das Modell heißt Full Bali Ocean. Ich kann euch ja gleich mal ein kleines Sneak Peek geben. So sieht sie aus. Ein blau-petrol-türkis-ischen Tönen. Diese Tragehilfe darf also bald einen von euch glücklich machen. Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr mir einfach einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr darin erwähnen würdet, für wen ihr diese Trage gewinnen möchtet oder welches Baby da drin getragen werden soll. Für alle weiteren Gewinnspielbedingungen bitte ich euch einmal hier unter diesem Video in die Infobox zu gucken, euch das sorgfältig durchzulesen und erst dann am Gewinnspiel teilzunehmen. Der Gewinner dieses Gewinnspiels wird in 2 Wochen in einem separaten Video bekannt gegeben, also würde ich euch empfehlen, meinen Kanal hier zu abonnieren, damit ihr dieses Video auf keinen Fall verpasst, damit ihr auch mitbekommt, falls ihr diese Trage gewonnen habt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss!